Wir haben noch eine Minute bis um 9 Uhr. Heute am 14. Mai 1988 rief Jörg Potrek um 9 Uhr bei Wirbostand und hat damals erfahren, ob Friedenbeck in die erste Liga aufsteigt oder nicht. Wir haben noch 35 Sekunden. Und er will die 2 und es ist besetzt. Mit dem 25:20 Erfolg im Hinspiel vor einer Woche gegen TuS Schutterwald gelegt. Ob dieser 5-Tore-Vorsprung im heutigen Rückspiel in Schutterwald ausreichte, hören Sie von Gerhard Delling. 25:21 gewonnen und dennoch zweitklassig geblieben. Ein dramatisches, ein hektisches Spiel mit vielen Fehlabgaben vor 2000 Zuschauern in der Mürburghalle in Schutterwald und zum Teil überharten Fouls auf beiden Seiten. 13:11 der Pausenstand, da schien noch alles offen und nach dem Seitenwechsel gar 15:12 für die Gastgeber, aber dann wurde es äußerst hektisch. 17:16 nur noch zur 51. Minute, 19:16 gar wieder in der 54. dann das 19:19 und erst in den Schlussminuten dann dieses 25:21, das noch beinahe hätte für den TuS Schutterwald den Erfolg bringen können, aber in einem Spiel, das von beiden Seiten als Anti-Handballspiel zu bezeichnen ist, fehlten bei beiden Mannschaften die Nerven der VfL Friedenbeck, sicherlich mit etwas Glück, aber über die weiteren Strecken mit mehr Routine und Ausgeglichenheit in der Mannschaft. Treuchert und Norek, die beiden Unparteiischen, hatten alle Hände voll zu tun, waren auch nicht mehr Herr ihrer Sinne, wie überhaupt alle Zuschauer und Spieler in der ausverkauften Mürburghalle in Schutterwald. Letztendlich 21:25. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir wollen feiern, wollen hier zusammensitzen und was sagen, morgen darüber nachdenken. Dieses Jahr Deutscher Meister, oder wie Sie das sagen? Ne, dieses Jahr. Ja. Komm her, Thomas. Erste Bundesliga, was hältst du davon? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und wie lange wollt ihr da halten? Aufstieg nächstes Jahr, wurden der Meister nächstes Jahr? Naja, was? Meister nicht, erstmal UEFA-Platz, diesen IAF-Pokal. Das reicht erstmal. Also das nicht gesehen, Vorspiel, ne? Vorbereitung und so weiter, seit morgens bis heute Abend. Ne? Ja. Jeder hat gegangen, aber mit viel Nerven. Ne? Ja. Jetzt ist alles vorbei, bestimmt Nerven auch ist vorbei, aber bestimmt jeder hat 5 oder 6 Jahre mehr. Ja, ja, ist älter geworden. Ja. Älter mindestens 5 bis 6 Jahre älter geworden. Ja. Erste kommt Urlaub. Ja. Ist klar. Verdient der Urlaub, dann kann man planen über die nächste Saison. Manni, alles gut. Hast du überhaupt schon begriffen, dass er Bundesliga spielt? Nein, mit Sicherheit noch nicht. Das wird mit Sicherheit noch nicht. Ein bisschen dauern. Ja. Aber Meinung zum Spiel, wir haben heute gegen 9 Leute gewonnen. 7 Spieler und 2 Schiedsrichter. Und ich finde, das macht diesen Erfolg noch umso wertvoller. Naja, so oben mitspielen, vielleicht 2 Platz, Europapokal und so, wäre nicht verkehrt, ne? Also. Ja, ist gut. Das, so eine Meinung muss von dir kommen. Ein Ziel ist ganz klar, nicht absteigen. Da sind 5, 6 Mannschaften, die gegen Abstieg spielen. Und da gehören wir mit Sicherheit mit zu. Und mit ein bisschen Glück. Mit einem Binion Kuschinski kann man einfach nicht absteigen. Das war heute ja ohne Frage. Ich stelle mich in die Kamera. Da, wir werden das war heute ohne Frage ein spitzenmäßiges Spiel, was wir auch ganz klar verdient gewonnen haben. Hat mir jeder Spiel wieder spätig. Eure Meinung mal eben dazu. Einfach Ehre. Nein, lauter. Einfach Ehre dazu. Nehmen Sie auf sich oder was? Super. Manchmal kommt es vor, da sind sie nicht gut drauf. Dann kommen die Zuschauer und wachen auf.